Liebe Brüder und Schwestern, es ist schon ein schwieriges Evangelium von diesem Sonntag, diesem siebten Sonntag im Jahreskreis. Wie herausfordernd, wie vieles sperrt sich da in uns, in unserem Denken, in unseren eigenen Maßstäben. Die Feinde leben, denen Gutes tun, die einem Böses getan haben. Ja, wie können wir das schaffen? Wir sind eigentlich total überfordert mit diesen Worten, mit diesem Anspruch, den Jesus an uns stellt. Unsere Natur, sie sträubt sich gegen dieses Verhalten, weil wir einfach von der Sünde, von der Erbschuld geprägt sind. Wir neigen dazu, Böses mit Bösem zu vergelten. Wir neigen dazu, jenen, die in unseren Augen gering sind, von denen wir nichts erwarten können, auch nichts zu geben. Aber Jesus gibt uns sein Beispiel. Und wir dürfen auf ihn schauen, nicht auf unser eigenes Verhalten, auf dieses Beispiel, das uns oft unsere Mitmenschen geben, sondern ich denke, wir müssen uns da wirklich auf Jesus konzentrieren, auf ihn schauen, ihm vertrauen. Nur er kann uns diese Kraft schenken, auch die Feinde zu lieben, zu verzeihen, ja für die Feinde, für die Verfolger zu beten. Nur er kann uns mit dieser Kraft des Geistes Gottes erfüllen. Und nur in der Kraft des Geistes Gottes können wir so handeln, wie Jesus gehandelt hat. Weil dieser Geist Gottes schenkt uns die Kraft, dass wir unsere sündhafte Natur bezwingen, dass wir sie ja gefangen nehmen sozusagen, dass wir so auf die Menschen schauen, wie Gott die Menschen ansieht. Und wir sind ja alle Kinder Gottes. Wir sind Geschöpfe des einen Vaters im Himmel. Er liebt alle Menschen mit dem gleichen Maß. Nicht nur die Guten und Dankbaren, sondern auch die Bösen und Undankbaren. Das können wir oft gar nicht recht verstehen. Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit, wenn alle gleich gelebt werden, wenn alle Gutes bekommen? Und Jesus sagt, richtet nicht, verurteilt nicht, denn das Urteil und das Gericht steht nur allein Gott zu. Es ist ja nicht so, dass man tun kann, was man will, tun und lassen, wie es einem gefällt. Ob man jetzt Gutes oder Böses tut, sündigt oder nicht, ist ja gleichgültig, weil Gott ja so barmherzig ist. Das ist auch ein schwerwiegender, gefährlicher Irrtum, denn es gibt ja auch das Gericht Gottes. Und da wird jeder Mensch gerichtet nach seinen Werken. Aber wir dürfen auf das Erbarmen Gottes hoffen. Jesus ist gekommen, um unsere Schuld zu tilgen, unsere Sünden hinwegzunehmen. Er ist sozusagen diese Rechtfertigung vor Gottes Angesicht für uns. Und ebenso wie der Vater im Himmel uns durch seinen Sohn Jesus seine Barmherzigkeit zuwendet, wie er uns durch Jesus unsere Schuld vergibt, sollen auch wir einander verzeihen und vergeben. Er ist der neue Adam, der neue Mensch, nach dem wir nachgebildet werden sollen. Schon in der Taufe haben wir dieses neue göttliche Leben empfangen. Öffnen wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes, öffnen wir uns dem Wirken der Gnade, dann kann dieses neue göttliche Leben sich in uns entfalten, dann können wir wirklich als neue Menschen leben, als Kinder Gottes. Ja, Jesus ist, wie es in der Schrift heißt, in der Lesung, lebendig machender Geist geworden für uns. Lassen wir uns nicht mehr von unserer sündhaften menschlichen Natur bestimmen,
gefangen nehmen, sondern lassen wir uns vom Geist bestimmen, der uns geschenkt worden ist, von diesem Geist der Wahrheit, der Liebe, der Barmherzigkeit, von diesem Geist Gottes, der uns die Kraft schenkt, alle Widrigkeiten zu ertragen und zu überwinden. Er schenkt uns eine neue Mentalität, eine neue Sichtweise auf die Mitmenschen, auf die Schöpfung, auf das, was uns umgibt. Ja, Jesus möchte uns nach seinem Beispiel prägen und formen, so wie er sozusagen auch die Gottesmutter Maria nach seinem Beispiel geprägt, geformt hat, die ohne Makel der Erbsünde ist. Sie hat ganz so gehandelt, wie Gott handelt, immer in Liebe. Nie ist sie von der Sünde verunreinigt worden. Nie hat die Sünde Macht über sie bekommen. Sie hat immer der Gnade Gottes entsprochen. Das ist auch unsere Berufung, dass wir uns nicht mehr von der Sünde, vom Bösen bestimmen lassen, sondern von der Güte, von der Liebe und Gnade Gottes. In der ersten Lesung haben wir von David gehört. Saul verfolgte ihn, er hasste ihn, weil er in David einen Konkurrenten gesehen hat. Ja, weil Gott ihn dazu berufen hat, König zu sein in Israel. Und diese ursprüngliche Freundschaft zwischen David und Saul, sie schlug um in tödlichen Hass. Aber auch David hat das Böse nicht mit Bösem vergolten. Er hat nicht seinen Feind getötet, wie wir in der ersten Lesung gehört haben, sondern er hat verziehen, weil er ihn mit den Augen Gottes angeschaut hat, auch seinen Feind. So ist David ein Vorausbild für Christus, der sterbend am Kreuz für seine Peiniger, für seine Feinde gebetet hat: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Jesus gibt uns das Beispiel dieser unfassbaren Liebe Gottes. Und er schenkt uns Kraft, dass wir in den Alltäglichkeiten auch so miteinander umgehen, dass wir den anderen nicht als Konkurrenten betrachten, ja, dass wir bereit sind, ja, den unteren Platz einzunehmen, ja, einander in Liebe zu dienen, nicht auf uns selber zu schauen, auf unsere eigenen Rechte zu pochen, sondern dass wir uns darum bemühen, in Liebe, ja, diese Gerechtigkeit zu üben, ja, vor allem dieses Erbarmen Gottes hineinfließen zu lassen in unsere Umgebung. Dann kann die Welt gewandelt werden, dann breitet sich das Reich Gottes aus, dieses Reich der Wahrheit, der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Ja, möge der Herr uns ein neues Herz schenken, die Kraft schenken zu verzeihen und auch die Gnade, dass auch wir Verzeihung erlangen, damit auch, ja, die Macht nicht missbraucht wird. Wir hören in diesen Tagen so schreckliche Dinge von Machtmissbrauch innerhalb der Kirche, von Amtsträgern. Möge der Herr uns davor bewahren, dass wir unsere Macht, unseren Einfluss missbrauchen und nur das suchen, was wir selber wollen, wo wir meinen, dass wir es unbedingt nötig haben, wo wir rücksichtslos miteinander umgehen. Möge der Herr uns befreien von allen Verstrickungen in die Schuld, in das Laster. Möge er neu den Geist ausgießen in unser Herz, damit wir wahrhaftig als Söhne und Töchter des einen Vaters im Himmel leben. Jetzt möchte der Herr uns wieder neu stärken, besonders im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Möge Jesus uns Kraft schenken, ja, sein neues Gebot der Liebe immer besser zu verwirklichen. Möge er uns umwandeln, damit wir wirklich als neue Menschen leben, als Christen, als Zeugen für sein Erbarmen. Amen.